Salve Trentino! Ciao! Buongiorno! Sind wir hier in den Bergen östlich des Gardasees im Naturpark Montevaldo und wollten eigentlich eine Skitour gehen. Wie man sieht, schaut mau an. Aber ja, Schnee ist jetzt Mangelware wieder mal, deswegen wird gewandert auf den Monte Altissimo di Nago. Knapp 2000 Meter. Oberhalb des Gardasees. Schauen wir uns jetzt mal an, ob wir auf trockenen Fußes da hochkommen. Ja, und ob die Sonne vielleicht doch nur durchgeht. Ja, leider ein bisschen gelöst. Eigentlich 9 Stunden. Wir werden sehen, bergheil. Buongiorno aus Firenze. Jetzt haben wir es in die stille heimliche Hauptstadt der Toskana geschafft. Stehen hier direkt vor dem großen Dom. Wunderschönes Gebäude. Haben sie auch gut gemacht hier in Florenz. Direkt von der Autobahn kommt man an einen großen Parkplatz. Kostet glaube ich 5 Euro am Tag und dann kann man für 1,50 mit der Straßenbahn in die Stadt reinfahren. Also wer mal Florenz besuchen will, dem empfehle ich den Parkplatz da draußen mit der Straßenbahn. Ansonsten schauen wir uns jetzt die Stadt schon an und ja, schaut selber. Hier muss man laut reden wegen dem Wasserfall hier, dem Schwefelwasserfall. Wunderschön hier, Viterbo, unweit von Roma. Schon richtig heiß raus, ey. Ja. 56 Grad sollen hier die Quellen sein und ja, früh um 7:30. Wie kann man besser aufwachen als mit einem Bad in einer heißen Quelle? Stehen kann man hier nämlich auch gleich. Keine Ahnung, 70 Meter weiter ist ein Parkplatz und da kann man schön die Nacht verbringen. Ja,
lässt es aushalten auf jeden Fall. Ich glaube, wir bleiben noch bis hier. Ja, ist ja für Februar und jetzt besseren als heiße Quellen. Naja, jetzt schauen wir heute, wenn wir mal eine kleine Radtour machen vielleicht zu so einem Krater, Vulkankratersee und am Nachmittag wieder in die heiße Quelle. Nun müssen wir uns mal anschauen, wie die Schneelage in den Abruzzen ist, die kommenden zwei Tage. Wir werden sehen. Jetzt aber erstmal abtauchen. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt stehen wir hier an einem wunderschönen See. Ja, was werden es sein? 10, 12 Kilometer von Terni weg. Am Anfang der Abruzzen und morgen hier eine schöne Radtour. Nachdem wir gestern ja mein Hinterrad wechseln mussten, weil es kaputt war. Aber zum Glück hat es jetzt alles hinterhauen. Konnten wir gestern noch eine kleine Runde fahren. Durch die Bauernhöfe Lazios und... War fast ein bisschen wie in Albanien. Ja, Straßen. Straßen und die Situation mit den Hunden. Straßen sind hier sowieso in Italien nicht gerade sehr toll. Ja, ansonsten schauen wir uns heute die Wasserfälle da bei Terni an bei unserer Radtour. Kommt noch der ein oder andere See. Und lassen uns bestimmt auch mal Bira Moretti irgendwo oder ein Aperol trinken. Also, wie sagt man... Pedalieren wir mal los. Kein Mensch sagt es. Mahlzeit. Mahlzeit. Und Salute. Jetzt sind wir in den Abruzzen, in L'Aquila, oder zu Deutsch der Adler. Und da mussten wir erst bis nach Mittelitalien kommen, um unsere erste Pizza zu essen in diesem Land. Aber jetzt wird Quattro Formaggi und Crudo gegessen. Ja, L'Aquila haben wir jetzt noch im Dunkeln gesehen, weil es ja schon 18 Uhr dunkel ist. Haben wir uns ein bisschen angeschaut, ja, einige Straßen. Quasi haben wir eh alles gesehen. Ja, ja, die Altstadt nicht so groß und viel ist noch kaputt vom Erdbeben von damals. Und jetzt sitzen wir hier in der Pizzeria, essen da was Feines, gucken da bei Europa League. Eben haben die Kanarienvögel aus dem Nord gegen Juventus gespielt. Und ja, Fahrradtour war heute wieder, ganz schön. Aber heute Nacht wird kalt bestimmt wieder. Die anderen Tage waren jetzt eigentlich ganz gut. Heute Nacht wird sehr kalt, glaube ich auch. Wir schlafen jetzt dann hier am Berg, am Gran Sasso.
Aber oben ankommen, Heizstrahler an, schlafen, das ist die Devise. Morgen früh müssen wir mal gucken. Hinter uns haben wir noch einen Ofen, der uns mal aufwärmt. Ja. Morgen früh müssen wir dann gucken, wie wir das überhaupt machen mit Skitour. Die Schneelage hier ist auch sehr dürftig. Der Schnee kommt eine Woche zu spät, der soll dann angeblich in 3-4 Tagen kommen. Aber sind wir nicht mehr da. Pech gehabt. Wir haben Pech gehabt. Also wir schauen mal, wie es morgen wird und was wir für eine Skitour machen. Das werden wir erst morgen früh entscheiden. Das Dato, die Pizza wird kalt, das Bier genau, wird warm. So wie immer, Salute. Wenn wir hier. Bis dann. Guten Morgen, guten Morgen. Man sieht es, die Schneelage ist auch hier in den Abruzzen etwas dürftig. Immerhin sind wir schon auf 1200 Meter. Naja, wir schauen, dass wir das Beste draus machen und fahren jetzt gleich mal mit der Gondel hoch auf den Gran Sasso und gucken, was wir so machen können. Den Monte Aquila, der ist da drüben gerade zu sehen. Ja, hat keinen Sinn. So viel Wind hatte ich an dir da. Heil und Prost! Prost! Sind wir wieder sicher unten an der Gondelstation und sitzen hier in der Sonne. Man kann gar nicht glauben, dass es da oben so windig ist. Endlich windgeschützt ist. Die Sonne schön ins Gesicht geballert bekommt. Erzähl uns mal ein bisschen was von unserer Skitour heute. Skitour war heute mehr Skitragen. Nein, nicht mehr. Wir haben kein einziges Mal aufgefällt. Also ja, es war quasi Skitour. Wir haben Ski getragen und sind dann runtergefahren. Im höllischen Wind, also Teig ist schon lange nicht mehr, oder wie es kann also ich nie erinnern. Erlebt. Auf jeden Fall war der Wetterbericht mit 30 km Wind angesagt. Ja, wir hatten wahrscheinlich 60 bis 70 oder so in den Spitzen. Ja, das war die Hölle da oben. Aber haben trotzdem den Monte Aquila gemacht.
Und die Abfahrt war überraschend gut, ja, weil die war windgeschützt, da war ein bisschen slushy drin. Das war ganz schön. Und deswegen werden wir morgen unser Glück nochmal versuchen an einem anderen Berg, den Costona heißt, da glaube ich 40 Kilometer westlicher von hier. Ne, 40 Minuten westlicher von hier. Der ist 2200, 2300 und startet aber schon auf 1500, nur nordseitig. Das ist unsere Hoffnung, dass man dann unten die Ski anziehen kann und oben die Ski abziehen kann. Aber das werden wir morgen sehen, ob das tatsächlich so ist. Und ob wir die Felle morgen brauchen, ja, oder ob wir wieder tragen. Morgen soll auch extrem Wind angesagt sein. Also morgen, windiger Tag. Mal sehen. Ja, aber wenn es windiger ist als heute, dann kannst du eh vergessen. Schlimmer als heute kann es fast nicht werden. Deswegen haben wir die Abruzzen heute das erste Mal so richtig kennengelernt, bei Tageslicht. Und naja, den haben wir uns jetzt verdient. Der Keil auf Monte Aquila. Auf Deutsch Adlerberg. Na, wir sind nicht der Vorhalt. Morge, sind wir hier gerade auf der schönen Hochebene, aber irgendwie lässt uns das Wetter mal wieder einen Stich. Der Wetterbericht versagt hier auch tagtäglich. Naja, wie man sieht, dunkle Wolken hinter uns. Es hat gerade aufgehört zu regnen. Naja, aber eine Skitour bei frisch eingeregnetem Schnee und keine Ahnung, so wie die Wolken da hinten aussehen, sieht es nicht aus, als würde es trocken bleiben. Deswegen werden wir einfach weiterfahren Richtung Meer, weil ja, kommen noch andere Tage, andere Skitouren und dann hier im Regen hochzulatschen, da findet man nicht so viel Motivation. Naja, jetzt schauen wir mal Richtung Meer, Richtung Bari runter, bisschen Radeln noch und die letzten Tage hier in Italien ausklingen lassen. Buongiorno und guten Morgen! Letztes Mal frühstücken in Italia. Heute Abend geht die Fähre dann nach Igoumenitsa, nach Griechenland. Haben wir eine Woche oder 8 Tage waren es jetzt. Die ersten 1300 Kilometer hat unser Buchanka gut geschafft. Wir können nicht klagen. Und klopfen auf Holz. Ja. Ja, gestern habt ihr nochmal Pizza hier vor den Toren Baris und heute Abend dann, wie ihr sagt, Igoumenitsa. Ja, Italien ist ja bekannt, haben wir ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht, war ja von vornherein gesagt, für Griechenland gilt das Gleiche. Naja, man merkt, Wetter wieder nicht passt in Griechenland. Man merkt, es ist Februar, sowohl hier in Italien als auch in Griechenland. Die Vorhersagen sind nicht so toll. Hat leider ja auch nicht ganz geklappt mit unseren Skitourenwünschen. Mal sehen, wie diese Wünsche in Griechenland in Erfüllung gehen. Ihr werdet das weiter verfolgen können. Naja, jetzt nochmal. Aber der letzte Schlafplatz hier war wunderschön, direkt am Meer. Man sieht vielleicht im Hintergrund. Und ja, jetzt schauen wir uns heute Bari an und dann jetzt am Abend Einschiffung.